Hi, willkommen zum heutigen Video. Wir sind heute bei Jakobs Reitstall und heute dreht sich alles um das Hobby oder um den Sport Reiten. Die Sabrina erwartet uns schon und darum würde ich sagen, legen wir gleich los. So, wir haben mein Pferd ausgesucht und zwar die Genie. Wird hier jetzt gerade rausgeholt. Man sagt, sie ist sehr umgänglich. Und ja, das ist für mich dann ganz gut, wenn ich zum ersten Mal auf dem Pferd hocke. Und schauen wir mal. Hier, Tiamo. Bitte schön. Danke. Ah, du willst das nicht fressen, gell? Ja. Seid ihr von der Seite? Ja. Natürlich immer hungrig. Ach, du musst dich ja auch hier tun, wenn du ziehst. Das ist die liebe Sabrina von Jakobs Reitstall. Du kümmerst dich hier mit Herz und Seele um die ganzen Tiere. Ja. Man sieht ja, man kann dich auch ein bisschen auf Instagram verfolgen. Ja, wie lange gibt es jetzt den Reitstall schon? Wir haben den jetzt seit 4 Jahren. Mhm. Und vor kurzem habe ich auch einen Trainerassistenten erfolgreich bestanden. Cool. Gebe auch Kinderreitstunden und Erwachsenenreitstunden. Mhm. Und du hast jetzt heute eben die Ginny bekommen. Ja. Die ist relativ umgänglich für Anfänger. Ja, und perfekt. Dann, wenn es halt weitergeht, dann kann man auch ein anderes Pferd bei uns nehmen, wo man dann auch mehr lernt und dann bei ihr umsetzen kann. Ja. Und man geht eben auf Pferd und Reiter individuell. Genau. Genau. Wie lange reitest du jetzt schon? Oh Gott, seit ich klein bin. Okay. Ich bin mit Pferden aufgewachsen. Ja, okay. Schon ewig. Okay. Ja, dann bin ich hier in besten Händen ausgestattet schon mit dem Putzzeug, weil vor dem Satteln muss das Pferd natürlich geputzt werden, damit unterm Sattel keine Rückstände sind, was das Pferd irgendwie dann stört. Von der Koppel. Genau, und deswegen legen wir jetzt los. Den Dreck am besten hier so wegmachen. Mhm. Geht's einfach und immer in Fahrtrichtung. Fahrtrichtung, genau. Sozusagen. Genau. Nie gegen den Strich. Ja. Das ist, und die hat sich heute extra schön gemacht für uns. Hast du toll gemacht, Chini. Ja. Wichtig ist halt auch hier unten, ja, wenn da die Sattel gut hinkommt, ja, dass es keine Druckstellen gibt. Kannst dann hier ab. Oder? Genau. Ja, du kannst aber auch mit der nehmen und dann kreisen. Ah, okay. Genau. Ja, mit links ist natürlich jetzt ein bisschen. Du kannst ja umdrehen, das ist ja. Ja. Kannst du anders drum nehmen. Du wisst dir besser, das ist. Ja. Ich glaube, mit der Hand ist besser. Mit der. Du musst dich wohlfühlen. Wenn sie was falsch macht, einfach sagen. Genau, alles genau. Gut. Hauptsache, du fühlst dich wohl, Chini, gell? Ja, sie genießt. Sehr schön. Fängt man so von vorne an und geht nach hinten? Normalerweise am Hals, ja. Ja, normalerweise am Hals. Nimmst das Bein so und dann geben die das auch her, schon. Genau, und dann kannst du es schön auskratzen. Schauen, dass schön Steinchen heraus sind. Die ist eh so empfindlich. Okay. Ja, siehst du. Ja, ist auch so hin. Ziehst du schön raus. Und dann einfach. Sauber machen. Ja. Und darum hast du dein Knie dran, dann kannst du es so halten ein bisschen. Weißt du, wie ich meine? Dass es nicht so wegzieht. Also hinten, ne? Genau. Oder? Ah, okay. Aber sie macht ja schön mit. Ja. So, Hufen sind sauber, Pferd ist gestriegelt und jetzt geht's ans Satteln. Sehr cool. Jetzt mache ich einfach wieder kurz Koffer rein. Mhm. Ah, da hat auch jedes Pferd seinen eigenen. Bei uns schon, ja. Halt, stopp, das muss Victoria machen. Das ist vorne und das ist hinten. Vorne und hinten. Okay. Gut.
Also dann einfach jetzt drauf. Hier, der war einmal besonders schwer, glaube ich. Ja. Ja. Jetzt leitet an Sie hin. Seitlich zu ihr, an die Schulter vorne hin. So hin. Also Schulter an Schulter. Schulter an Schulter. Genau, dann machst du es schwungvoll und schwingst ihn hoch. Schwungvoll und dann hochschwingen. Okay. Jawohl! Ja, ich trainiere nicht umsonst. Immerhin hast du einen Wert. Dann tun wir auskammern. Tun uns das hier schön hochziehen. Mhm. Das schön auskammern. Dann tun wir den Gurt runter. Passt. Passt. Genau. Okay. Und dann ziehst du es an. Kannst schon ein bisschen anziehen. Hier, so. Okay. Gut. Und dann. Genau, tust du es da rein, hängt da wieder. Jetzt. Gut. Da rein. Und dann nimmst du das Ende und tust da oben einfädeln. Hier oben. Ah, okay. Und dann so unten rein. Genau. Okay. Und dann kannst du in der Halle 2-3 Runden laufen und dann nachgurten. Ah, okay. Dass es schön locker also, halt ist. Mhm. Ja. Genau. Okay. So, dann gehen wir ans Trensen. Trensen, also das ist der Halfter sozusagen. Das Gebiss, ja, dass Gebiss. Du reiten kannst, genau. Mhm. Okay. Du tust die Zügel über den Hals, dann hast du sie immer noch ein bisschen. Also jetzt hier so, so drüber. Drüber, genau. Ganz drüber alles. Ganz drüber. Das kennt dich schon. Mhm. Machst es relativ hier vorne, okay. Dass du hier dann zur Not greifen kannst, wenn sie im Halfter, dann hast du sie. Okay. Dann machst du das Halfter jetzt hier auf, mhm. Tust das Halfter runter. Runter. Gut. So, so jetzt ja, nimmst du am besten so. Dann nimmst du jetzt. Ja, ist, ist schon gut. Dann lässt du es da wieder ein bisschen los und ziehst drüber und tust es ihr seitlich am besten. Nicht von vorne. Ach so, nicht von vorne. So von seitlich. Okay. Und dann hast du es hier so. Mhm. Und dann kannst du hier hin, das hinten hier, schau, die macht schon ganz schön auf. Ah ja, ist schon drin. Und dann kannst du es von außen, das Ohr rein. So. Und komplett. Und die Mähne raus. Mähne natürlich raus, genau, genau wie das Schicksal. Ja, ja, im Stall. Und dann machen wir einen Kehlriemen zu. Mhm. Das wird immer so. Fingerbreite. Auch Platz dazwischen. Faustbreite, genau. Mhm. Ja, wo ist die Fliege? Oh, schlimm. Leichter zu locker als wie zu eng. Ja. Aber auch nicht zu locker. Mhm. Weil sonst verliert sie es ja. Ja. So. Jetzt da. Okay. Ist das für die jetzt gleich unangenehm, wenn die das da drin haben? Nee, die kennt das ja. Mhm. Weil sie jetzt gerade gearbeitet. Ah, okay. Super. Etwas anspornen und deswegen bekomme ich jetzt an die Reitstiefel noch Sporen hin. Soll ich sie dazu ausziehen? Ja, nee. So. Okay. Sie schiebt sie den rauf. Okay. Ah, gut. Okay. Einfach. Aber nicht zu so fest, gell? Red mit ihr, Sophie? Ja. Ich schreie dort schon, alles gut. Ein bisschen eng müssen sie schon sein, ja, aber. Also, Genie ist gut. So passt es auf jeden Fall. So passt. Gut. Ja, also super Sache. Die Schuhe sind eher ein bisschen zu groß. Ja. Aber lieber zu groß wie zu klein. Ja, auf jeden Fall. Jetzt in dem Fall. Ja. Wie schön warm die sind. Das wäre genau meins. Ich friere ja immer. So. Perfekt. Perfekt. So, dann schauen wir jetzt mal die Schleichbügellänge. Ich schau. Meine? Ja, meine. Ich mache sie mal auf. Hast du auch nicht so lange Beine hier? Nein, nicht so lange. Also so viel. Machen wir mal eins runter vielleicht. B und D. Das erste ins B, ja. Ja und D. Zusammen. Ja, hör auf. Komm, aufarbeiten. Let's go. Los geht's. So, jetzt geht's ja gleich in die Halle und ich darf gleich aufs Pferd steigen. Was müssen wir denn jetzt so für Sicherheitssachen beachten oder was gibt's denn da zum Befolgen? Also Kinder auf jeden Fall mit Helm, ja. Weil wir reiten Kinder nie ohne Helm. Okay. Und Erwachsene können selber entscheiden, dass sie über 18 sind. Ja. Das ist
Weil es sind brave Pferde, aber es sind halt Fluchttiere, man weiß nicht. Sicher. Und kann ja immer irgendwie was. Eben. Ja. Ich bin auch schon das eine oder andere Mal runtergefallen. Okay, okay, ja. Und ja, sonst lange Hose, passende Schuhe, die nicht zu schmal sind, nicht zu breit sind, dass man nicht den Steigbügel durchrutscht. Okay. Mhm. Und man muss sich wohlfühlen. Ja, und das Pferd muss sich auch wohlfühlen. Ja. Genau, das ist wichtig. Stehen. Das ist auch. Es muss alles harmonieren. Das stimmt. Gut, dann legen wir jetzt los. Ja. Also zuerst hier rein und dann einmal drüber schwimmen. Ja. Upsala! So. So, jetzt gehe ich da auch rein. Okay. Der Bügel passt, oder? Ja. Was ist der Bügel? Bügel ist ja, also halt das hier. Nein. Ach so, der Scheiße. Ich wusste ganz genau, dass ich nicht weiß, was du gerade meinst. Der Steigbügel. Das andere ist der Zügel. Zügel, ja, ja, genau. Genau. Dann tust du deine Hände nach vorne und deine Beine tust du ein bisschen so aufdrehen. Mhm. Und du beide ein bisschen leicht Druck geben. Du machst die, du gibst die Zügel nach vorne und dann läuft sie. Du nimmst das äußere Bein und schiebst sie dann zu den blauen Kegeln. Ja. Jetzt lenke ich sie Wagenbock. Genau, deine Hände zu vorne, Rücken legst nur mit dem Bein. Nur mit dem Bein. Genau, du schaust dir den Weg an, wo du hinreitest, äußeres Bein mehr. Ja. Genau, jetzt kommt sie schön rüber. Gell? Jetzt tust du den Druck wieder weg, dass sie wieder schön gerade läuft, sonst geht sie seitlich rüber. Ja. Wieso will die nicht rüber? Dass du das Bein so hast, dass es da schön lang hast. Okay. So. Genau. Okay. Und dann kannst du, wenn du es brauchst, hindrücken, weil dann hast du die Sporen hier, dann drückst du es hin und dann drückst du auch. Okay. Und kannst du es auch ein wenig auf- und abrollen, damit der Ferse dann so. Ah, okay. Genau. Ja, da muss man erstmal ein bisschen ein Gespür dafür bekommen, wo man das jetzt da berührt überhaupt und wo der Druck ist. Genau. Okay. Das geht nicht von heute auf morgen, da brauchst du ein paar Reitstunden. Ja, glaube ich. Das Pferd ja auch fühlen, lernen. Ja, genau. Spüren. Das stimmt. Okay, und, aber man lernt jetzt am Anfang nur mit dem, also wenn man es lenkt, nur mit den Beinen sozusagen. Hauptsächlich ohne die Westernreiten. Die Englischreiter, die machen auch viel über Zügel. Mhm. Aber wir machen es hauptsächlich über, über die Beine. Ah, okay. Mhm. Dann tue ich jetzt beide Beine mal kurz zusammen und den Trab jetzt und probierst das jetzt einfach einmal am besten. Einfach ein bisschen schneller sozusagen. Ja, da so nimmst du am besten die Zügel dann im kleinen Finger und ein bisschen kürzer und dann probierst du das jetzt einmal Bahn runter im Trab. Probier es mal aus. Komm, auf geht's. Genau, stimme jetzt zwischen ein bisschen Zügel geben, gerade sitzen, nicht nach hinten lehnen. Gebe die Zügel, tu die Hände nach vorne und tu sie treiben. Super, sehr schön. Gut. Oh, Hände nach vorne, nicht an den Zügeln halten. Du ziehst die Zügel nach oben, nicht hochziehen, weil sonst bremst du ja aus. Sie muss ja laufen, sie muss sich strecken können. Ja. Darum sage ich, wird schöner auch schon, wenn ich dich an die Loge nehmen würde. Ja, ja, das dann stimmt, wird sie dass schöner dann einfach laufen. Ein bisschen geführter ist. Genau. Weil klar, jetzt beim ersten Mal ist es ist kann ja da funktionieren. Weil dann versuche ich mich natürlich jetzt irgendwie noch zu halten. Du hältst dich hier vorne, das ist aber ganz automatisch, machen viele.
weil sie es übers Bein nicht können, weil du hältst dich ja eigentlich hier nur mit dem Sitz, mit den Schenkeln genau. und schiebst sie dann eigentlich in die Bewegung. Okay. Und hier vorne gibst du ihr dann Zügel, weil du kannst nicht hier bremsen und hier treiben, das funktioniert ja, nicht. Ja, das stimmt. Also dann machen wir jetzt Longe. Hier lock. Die Zügel hältst du aber schon noch fest. Mhm. Ja. Jetzt muss ich die Sporen ein bisschen geben. Genau, schön locker sitzen. Tequila. Gut, super, schön. Jetzt schaut es gut aus. Alles normal, dass ich so hoffe. Du hast normal einen starken Sitz, einen festen. Okay. Das merken wir halt auch. Ja. Weil du, glaube ich, auch sehr viel Beintraining machst. Ja, das stimmt schon. Aber ich hopse ja trotzdem sehr. Genau, das ist das Problem. Du musst dich hier oben, darfst du dich nicht so festmachen. Du musst dich praktisch hier oben locker, das Becken locker und die Wade und... Schwierig. Schwierig zu erklären, wie also ich am besten... Du musst hier mit der Hüfte dann eigentlich mitgehen. Und du hältst dich dann auch mit der Wade eigentlich fest dann, aber auch nicht zu viel Druck. Mhm. Und es ist eigentlich alles locker und der Oberkörper ist eigentlich gerade, der geht eigentlich nicht mit und die Hände sind nicht so gestreckt, die sind eigentlich ein bisschen so angewinkelt. Angewinkelt, okay. Genau. Und dann geht das eigentlich hier so zack, zack, zack und oben ist alles ruhig. Okay. Ich weiß, es ist schwierig, du musst den Körper in Teile abteilen. Ja. Ja, nicht nach vorne fallen, sitzen bleiben. Ich galoppiere sie mir nicht an. So, das war jetzt mein erster Galopp. Wahnsinn. Hat sich zwar noch etwas sehr holprig angefühlt, aber wenn die so schön läuft, dann bekommt man so ein bisschen Gefühl dafür. Und ja, ich würde am liebsten gleich nochmal. Das war echt cool, doch. Man sieht ja auch, wie viel Steigerung die haben. Also dann laufen, dann denkst du, okay, jetzt geht da schon was. Ja. Und dann legen die aber nochmal los und dann... Also Wahnsinn. Das sagt nicht ohne Grund, ein Pferd ist ein Fluchttier. Mhm. Du musst also halt aufpassen die, und die können richtig Speed geben. Ja, ja. Halt, was du da oben machst, was du innerlich projizierst, nach das Pferd über. Ja, okay, das stimmt. Ja. Wenn ein Kind Angst hat oder Erwachsener, das merke ich sofort. Mhm. Am Pferd, am Verhalten vom Pferd. Dann sage ich, fahrt mal aus und dann geht's vielleicht. Also die Pferde können das sozusagen spüren oder riechen, wenn jetzt jemand Angst hat und eben hier drauf sitzt und eben sich unsicher ist oder wirklich sehr viel Respekt hat. Ein bisschen Respekt ist ja gut. Ja, aber keine Angst schneller. Respekt ist gut, dass man hat, weil man weiß nie, was man ist. Ja. Du weißt nie, was ein Pferd macht. Klar. Die können noch so brav sein. Und woran kann man es jetzt erkennen, dass ein Pferd jetzt zum Beispiel, dass die Stimmung umschlägt oder... Wenn es dann nicht antraben will oder nicht galoppieren will, der Reiter fällt nach vorne, fühlt sich unsicher. Es gibt mir das Pferd ziemlich schnell, das Feedback, gerade bei den Anfängern. Ja. Bei guten Reitern, die wissen es ja dann teilweise selber. Ja, die spüren das. Und jetzt von den Ohren her? Die ist jetzt aufmerksam, die hört dir jetzt zu. Du überlegst jetzt, was wirst als nächstes, aber jetzt kriegt sie gerade so ein Schlafzimmerblick und sagt, okay, sind wir fertig für heute. Einschlafen, Genie. Ja. Und... Wenn die Ohren aufmerksam sind, dann hören sie dir zu. Ja, dann ist eigentlich alles gut. Ja, genau. Okay. So, meine Reitstunde ist zu Ende und jetzt geht's ans Absatteln. Und was man dabei alles beachten muss, das besprechen wir jetzt. Wir können sie eins und eins machen. Du machst runter und ich mach's halb dahin. Okay. Für die Ohren ziehen, warten, bis sie das Gebiss ausspuckt. Sehr schön. Sehr schön. Und dann stehst du da und machst halb das drauf. Dann machst du das halb dazu und hängst sie an. Genau. Und jetzt kackt sie. Alles gut. Oh, okay. 10 Mal bei der anderen Reitbeteiligung. 10 Mal hat sie Scheiben. Der ist echt schwer. Wobei der leicht ist. Oh, der ist viel leichter. Wenn es geschwitzt hat, dann tut man es abduschen. Mhm. Wenn es auch warm ist, Sommer. Und wenn es im Winter ist, kann man es mit warmem Wasser, was wir haben, kann man machen. Und dann muss man es halt in eine Abschwitzdecke einpacken. Abschwitzdecke. Genau. Okay. So was. Am besten mit Halsteil, dass sie einfach schon eingedeckt sind. Oh, ja. Wenn sie auch nicht das so arg geschwitzt haben,
kann man die auch drüber tun, dann schwitzen sie ab. Mhm. Dann kann man sie schön einpacken. Oh, die schön flauschig. Genau. Ach, schön. Dann sind sie da schön eingepackt. Ja. Und können abschwitzen. Ja, Sabrina, jetzt durfte ich ja heute mal ein bisschen so in den Sport reiten, reinschnuppern oder in das Hobby. Was ist denn jetzt so, wenn man jetzt wirklich das Interesse hat, okay, ich möchte es damit anfangen, was sind so die ersten Steps? Wie also kommt man dazu? Wichtig ist, dass du dir Zeit nimmst, mindestens 1 bis 2 Mal in der Woche kommst, dass du geduldig bist, es geht nicht von heute auf morgen, definitiv nicht, du brauchst Geduld, du musst das Pferd fühlen, kennenlernen, das Umsetzen, weil es ganz, ganz schwierig ist, deinen Körper zu unterteilen. Habe ich heute gemerkt, ja. Oben starr bleiben, Hüfte ja. beweglich, da wieder ja. was anderes. Genau, ja. Und es sind verschiedene Gehirnhälften, wo da aktiviert werden und auch vom Körper her, du wirst immer eine Muskelkater haben, gerade wenn du anfängst. Ja. Und du musst halt am Ball bleiben. Und wenn du halt längere Pause hast, dann fängst du halt wieder bei Null an. Mhm. Also man sollte es schon durchziehen. Ja. Und finanziell ist es halt auch so eine Frage. Es ist klar. Nicht das billigste Hobby oder dann Sport, wenn man in die Turniersportszene reingeht. Aber man sollte am Ball bleiben und das von der Basis, von Grund auf lernen. Den Umgang mit dem Pferd, wie tickt ein Pferd, die Körpersprache, das Pferd sehen und verstehen lernen, dann läuft alles genau, dann läuft eigentlich alles von selber. Ja, okay, sehr schön. Aber man darf am ersten Tag schon sozusagen schon mal drauf sitzen. Bei mir schon. Das schon, ja. Das ist dann schon mal so ein Erfolgserlebnis sozusagen. Aber wenn man jetzt eben hier eine, also es wird jetzt nicht jeder ein eigenes Pferd haben. Also man kommt dann, oder eigentlich fast nicht. Also man kommt dann hierher und du hast dann ein Pferd sozusagen. Es gibt Reitstunden bei mir. Die Kinder kosten 20 Euro und die Erwachsenen 25 bis 30. Okay. Je nachdem wie lang. Also es ist eine halbe Stunde intensives Reiten. Ja. Da ist das vorherige Satteln putzen nicht dabei und das Warmreiten, also eine halbe Stunde, wo du wirklich effektiv lernst. Und eine halbe Stunde reicht am Anfang voll aus. Okay, ja. Für Körper und Kopf und alles. Ja. Ich habe es ja jetzt heute auch schon gemerkt, so was für Kräfte da auf einen wirken, wenn man da jetzt auf dem Pferd sitzt und sich das dann etwas schneller bewegt. Aber das wird dann schon anstrengend und eben an wie viel man denken muss und dass man nicht aus Versehen dann die Sporen gibt. Und das ist wirklich so ein Zusammenspiel. Aber nach was für einer Zeit, meinst du, hat man dann so wirklich eine Basis erreicht? Wenn du am Ball bleibst, dann sollte nach 2-3 Monaten schon was sichtbar sein, da sollte dann der gute Sitz da sein und die Angst ist dann auch, oder der Respekt ist dann auch nicht mehr so da und dann kannst du das steigern alles. Ja, ja, dann baut man darauf auf. Genau. Was für Arbeiten fallen jetzt so neben dem Reiten? Das Reiten ist ja das Schöne, was man immer so weiß, ja, jetzt reite ich hier auf meinem Pferdchen, aber was für Arbeiten fallen jetzt so, klar, das Putzen, Satteln, was gehört denn so noch so zu diesem Reiten dazu? Pferd umsorgen, mischen, füttern, manche Pferde brauchen spezielle Medizin, spezielles Futter und ein Pferd kann sich halt nicht selber bedienen, du musst halt wirklich immer da sein und bei uns haben sie 24/7 Heu zur Verfügung und wenn es schön ist, dürfen sie auf die Wiese. Super. Dieser Sommer gerade nicht leider, vielleicht eine Überschwemmung, aber ansonsten sind sie viel draußen. Ja, schön. Wir halten das so artgerecht wie möglich, dass sie viel draußen sind und im Winter halt dann in ihren Boxen oder in ihrem Offenstall, dass es einfach artgerecht wie möglich fürs Pferd ist und du bist halt mit so einer Anlage rund um die Uhr beschäftigt. Du fangst da an und dann kannst du das auch erneuern, da erneuern. Gibt's und immer was zu tun. Ja, haben wir ja vorhin schon gesehen. Was meinst du, was überwiegt? Ist es jetzt so der Spaß am Reiten, so die Liebe zu den Tieren oder wirklich auch mal so ein bisschen so dieses Turnier, so dieses Wettkampf? Was ist da so das Häufigste? Beides schön. Also ich bin eher so um Sorgen vom Pferd zu gucken. Turniere gehe ich auch gern, aber ich bin halt ein Angstmensch und kann es dann halt auf dem Turnier nicht wiedergeben, wie es daheim funktioniert, weil es ist halt auch andere Atmosphäre,
Leute, der Druck. Der Druck, du musst gut sein. Ja. Und für mich halt innerlich, ich weiß, ich kann's. Ja. Und ich will das jetzt zeigen und das macht mir so einen Druck, dass ich echt psychisches Wrack bin und dann auf der Prüfung, auf dem Turnier einfach nicht abliefere. Aber muss ja auch nicht sein, dass man zum Turnier geht. Also man kann ja wirklich auch nur Spaß an Freizeitreiter, du kannst dich auf Kursen weiterbilden. Ja. Du, bei uns findet jetzt am 24.10. auch ein Horsemanship-Kurs wieder statt. Okay. Ich werde jetzt dann vielleicht im Dezember oder im Oktober noch ein Gelassenheitstraining anbieten, so Schrecktraining, dass man hier Plane aufhängt, wo Flatterbänder sind, Matratzen, scheppernde Sachen, dass die Pferde halt einfach nicht so schreckhaft sind, weil draußen, es gibt viele Menschen, die einfach allein vorbeirasen und das Pferd erschrickt halt, dass dann sowas halt nicht ist. Da muss man vielleicht auch ein bisschen so auf die Verständnis oder dann auch ein bisschen darauf aufmerksam machen, dass man einfach da ein bisschen Rücksicht nimmt, wenn man da jetzt wirklich Pferde sieht, die jetzt da gerade eine Straße überqueren müssen oder gerade ein Stückchen drauf laufen müssen oder so, dass man da einfach ein bisschen rücksichtsvoller vielleicht damit umgeht, weil man eben nicht weiß, wie die Tiere reagieren. Eben. Wie du schon gesagt hast, sind Fluchttiere und hundertprozentig kann man es nicht vorhersagen. Bist du schon mal gefallen? Ja. Nicht nur einmal. Nicht nur einmal, okay. Aber immer wieder aufstehen, gleich wieder drauf. Das ist das Wichtigste. Dann, du musst sofort wieder drauf, weil wenn du nicht wieder drauf gehst, dann hast du so viel Angst. Also es ist gleich überwinden. Gleich überwinden, und gleich wieder drauf, zwei, drei Runden im Schritt gehen und dann vielleicht aufhören und gut ist. Und dann am nächsten Tag. Nächsten Tag, je nachdem. Tut dann wahrscheinlich alle Knochen weh. Ja, solange es noch einigermaßen gut ausgeht, genau, passt ja. Doch. Ja, also wenn man zum Beispiel ein Pferd hat und das bei dir jetzt unterstellen möchte, das ist auch möglich. Ja, ich habe aktuell noch zwei Boxen frei, sonst ist es immer voll. Okay. Paddockbox kostet 350 plus Kraftfutter, wenn es von uns gegeben werden soll. Und der Offenstall kostet 320. Und auch wenn Kraftfutter oder so anfällt. Ja. Dann kostet das Plus und wenn wir es geben sollen, verlangen wir im Monat einen Zehner. Und Ein- und Ausdecken kostet auch einen Zehner im Monat. Du musst halt schauen, wenn jetzt nachts die Regendecken gerade drauf tust, dann musst du in der Früh wieder runter tun, weil es jetzt zu warm ist. Ja. Bis dann die Decken da sind, wo sie drauf bleiben, wenn es ganz kalt ist. Ja, das stimmt. Jetzt, wie viele Tiere sind bei dir? Wie viele? 25 Pferde. Wow, 25. Ja, das ist einiges. Ja, da ist man wirklich beschäftigt. Ja. Schön. Genau, also mit wie vielen Jahren sollte man als Kind anfangen oder was wäre das früheste Alter vielleicht auch? Schwierig. Schwierig. Das kommt aufs Kind drauf an. Also wenn sie natürlich jetzt in so einer Familie aufwachsen wie bei uns, das ist im Blut, das ist ganz klar. Ja. Und ansonsten das frühkindliche Alter für die Koordination, 4, 5, 6, das ist unterschiedlich. Ja. Die haben ja spezielle Lernphasen, die Kinder, auch wie Erwachsene dann. Im Alter sind sie nicht mehr so, reagieren nicht mehr so schnell. Ja. Die Kinder können es nicht gleich umsetzen, was man ihnen sagt. Ja, weil es einfach das Verständnis, weil das Verständnis nicht da ist. Das muss man von Kind und Pferd abwegig machen. Ja. Das muss man auch. Das ist harmoniert, das ist ganz, ist ganz unterschiedlich, individuell für jedes. Also einfach mal, wenn man jetzt Kind zu Hause hat, das vielleicht schon mal, oder halt Pferde liebt, dann einfach vielleicht mal anrufen, vorbeikommen, sozusagen Probe sitzen oder sowas machen. Und das dann kann man bei uns machen, das ist kein Problem. Netter. Super. Was für körperliche Voraussetzungen sollte man denn jetzt so grundsätzlich mitbringen, wenn man reiten möchte? Ja, man sollte jetzt halt nicht träge sein und man sollte jetzt halt auch nicht zu dick sein. Also dann auch für das Pferd dann genau, auch ein weil bisschen. Es gibt gewisse Gewichtsträgerpferde und so viel Gewicht können sie tragen und Kondition sollte schon vorhanden sein, aber das kommt ja dann mit der Zeit, auch wenn jetzt irgendwie Kind oder Erwachsener sagt, boah, ich möchte das jetzt ausprobieren, ich möchte das jetzt machen, dann baut sich das ja auch auf. Ja. Okay. Und dann entwickelt man sich mit seinem weiter, genau. Ja. Habt ihr irgendwelche Übungen, die ihr außer getrennt vom Pferd und dem Reiter habt, für den Reiter oder für das Pferd?
Also ich lasse auf dem Pferd des Öfteren für den Sitz, lasse ich sie dann Fahrrad fahren auf dem Pferd oder sag dann, wenn sie die Beine aufspreizen, wie ich es zu dir vorher gesagt habe, die Beine aufdrehen, dass sie dann verkehrt rum auf dem Stuhl sitzen, dass das Bein sich aufdehnt, weil das zieht ja dann an der Wade doch ein bisschen. Ah, okay. Ja, und so ein ja. paar Hausaufgaben kriegen sie ab und zu schon mit. Ja, nee, ist ja schön. Ja. Doch, kann man ja dann einfach zu Hause dann machen. Ne? Genau, und Alltag mit einbauen. Mhm. Und wer da engagiert ist, der macht das dann auch. Ja. Der ja. beißt sich da durch und nimmt den Muskelkater in Kauf. Ja, ja, das stimmt. Hattest du schon mal ein Pferd, was eingeschläfert werden musste? Wie meine damalige Haflingerstute, mit der ich groß geworden bin. Oh, so. Oh, das nein. war, ja, ganz, ganz krass. Mhm. Nicht schön, ja. hatten wir hier auch schon, ein älteres Pferd, wo der Winter so hart war, okay. da haben wir sie mit Tee getränkt, die Pferde, und der war auch schon 27 und hat halt dann schon ein bisschen abbaut und dann hat man ihm auch Tee gegeben, aber er hat halt dann leider eine Kolik gehabt und dann hat man hier in der Halle eingeschläfert. Ist ja, nicht schön und das ist der schlimmste Gang und den ja. möchte ich eigentlich so lang wie möglich rausschieben. Ja, ja. Aber das gehört leider dazu. Ja, wie alt werden Pferde jetzt so im Durchschnitt? 30, 35, wow. je nachdem, ja, wie sie gehalten werden. Mhm. Wir haben hier eine ältere Stute da, da weiß man es nicht genau, die ist 30 oder 35. Mhm. Ja, und wie oft werden die trächtig? Wenn, du sie, wenn du sie decken lässt, dann tragen sie ihre 10 Monate. Mhm. Ja. Oder machen sie ja auch mal voll. Okay. Und das Fohlen ist dann 6 Monate bei der Mutter. Ja. Und dann wird es abgesetzt. Mhm. Und dann kannst du es verkaufen, behalten, okay. wie auch immer. Ja. Ja. Du kannst auch gleich danach praktisch in der Fohlenrosse dann wieder decken. Mhm. Oder du wartest dann ein Jahr. Ja. Wie auch immer. Ja. Okay. Wie alt sollte jetzt ein Pferd sein, um dann dem was beizubringen, um mit dem Training vom Pferd zu beginnen? Also bei den Fohlen ist es so, dass du von Anfang an anfängst. Also okay. bei uns war es so, das Fohlen ist aus der Mama rauskommen, war keine 24 Stunden alt, dann habe ich da das Halfter aufgezogen. Ja, Wahnsinn. Dass sie gleich weiß, dass sie den Menschen kennenlernt, dass sie den Bezug auch zum Menschen hat. Und dann das Fohlen-ABC. Führen. ABC? Das ist das Führen, das Hufe geben und das Anbinden, dass sie das einfach kennen. Okay. Und dann sollten sie halt mit Artgenossen auch aufwachsen, nie alleine. Mhm. Weil es sind Herdentiere und lässt man nicht alleine. Ja. Und dann tun sie zusammen spielen, schön. Aufwachsen und mit dem richtigen Training, Bodenarbeit kannst du dann immer wieder mal machen. Mhm. Longieren sollte man halt nicht zu früh anfangen, wegen den engen Wendungen, wegen den ganzen Gelenken. Mhm. Und das Reiten beginnst du ab 3. Dass drei, du dann Jahre. 3 Jahre bei anderen Rassen später und dem Pferd einfach, es ist auch vom Pferd zu Pferd unterschiedlich, wie weit es auch vom Kopf her ist. Manche Pferde machst du erst mit 4, 5. Okay. Umso später, umso besser, weil die ganzen Fontanellen müssen zugewachsen sein. Fontanellen? Das sind die, wie beim Menschen hier, so die Faszien, oder? Genau, dass das dann alles einfach fest ist und fest dass ist. Dann die Belastung. Genau, weil sonst kann es sein, dass es dann, wenn du drauf sitzt und Gewicht drauf kommt und es ist schon nicht ganz ausgewachsen, dass du dann hier Griffebeinbrüche kriegst und das ist dann auch nicht toll. Dann geht das Pferd lahm und vielleicht ein bisschen später. Ja, dann sind sie vom Kopf her auch weiter. Okay. Und es muss ja vom Kopf her auch da sein und klar, fit sein. Weil sonst hast du halt auch ein Pferd, wo er Schepperle hat. Ja, dann lieber ein bisschen länger warten und dann Mit Erfolg. Ja, schön. Was sagst du jetzt, wenn jetzt irgendjemand, es gibt ja auch so Stimmen, die sagen, ja, okay, Reiten und so dieses Dressur und alles, das ist irgendwie Tierquälerei oder sowas. Wie ist das mit dem Gewicht oder die Belastung oder jetzt dieses Halfter? Das Gebiss. Gebiss. Es gibt ja verschiedene Gebissstärken, Wassertrense, das was du zwar drin gehabt hast, das ist gar nicht, das nimmt man bei Jungpferden auch. Und dann gibt es ja das Neffel, das Bit und dann gibt es halt auch die Kandaren. Es ist Hackamore, es gibt schon scharfe Sachen auch. Okay, die dann auch wehtun. Ja, und du musst halt dann auch mit der Hand ziemlich fein sein, weil du kannst dann schon das Kiefer brechen. Oh, so gleich. Ja.
Und auch mit dem Bosal, wo kein Gebiss nicht hat, viele dann gebisslos reiten, wenn das halt auf der Nase ist oder so und du halt auch zu fest anziehst und allem, dann kann das alles schon auch sehr schmerzhaft sein. Okay, also da kommt es dann eigentlich halt auf den Halter drauf an, was, Reiter, der, was der verwendet und wie er mit dem Pferd umgeht. Ja. Aber so an sich, der Reitsport ist jetzt keine Belastung oder jetzt keine, dass es für das Pferd schmerzhaft wäre oder so, das nicht. Nein. Also die sind schon so dafür gebaut. Es gibt Tiere, die werden für spezielle Sportarten gezüchtet, für die Reining, für das Cutting, für die Dressur, für den Fünfkampf, Wettkampf, was ihr da jetzt da gesehen habt. Ja. Die werden dafür alles gezüchtet und in den Pferden ist das Blut dann drin, gerade beim Cutting. Die gehen dann auf die Kuh. Die Pferde haben das dann im Blut drinnen. Cutting, jetzt mal ganz kurz erklären. Das ist, dass du praktisch die Kuh von der Herde wegholst und sie dann halt cuttest. Also abtrench. Also abtrench, halt, genau. Ja. Und da gibt es verschiedene Disziplinen auch, dass sie dann vielleicht in eine Pendel rein, Box rein tun musst. Und da gibt es auch Turniere und das Work wie Equitation gibt es ja auch. Das ist dann in dem Englischen wieder mit Kuh. Und es gibt so viele Sportarten. Aber dafür werden dann die Tiere einfach auch speziell gezüchtet und dann sind die auch dafür besser und ausgestattet. Und die Freizeitreiter halt auch, die wo ihr Pferd lieb umsorgen und ins Gelände rausgehen, Wanderritte machen, dann ihr Pferd einladen und in die Vogesen fahren, nach Frankreich, Südvogesen heißen die, glaube ich. Und dass sie dann die Tritt- und Festigkeit vom Pferd auch prüfen, also ob es trittsicher ist. Also es gibt viel. Ja, es gibt ja zwei so verschiedene Arten zu reiten, einmal Western und einmal Englisch. Was ist da so der Unterschied? Die Englischreiter, die reiten mehr mit Zügel und Anlehnung. Und der Kopf mehr oben und die Westernreiter, die reiten mehr mit dem Kopf nach unten vom Pferd und mehr mit Bein und mehr in das Leck. Okay, und was ist jetzt einfacher oder was oder warum gibt es die Unterschiede? Also im Endeffekt ist eigentlich das Westernreiten auch nichts anderes wie teilweise im Englischen, nur reiten wir mehr vorwärts, abwärts und die Englischreiter reiten mehr erhobenem Hauptes. Okay. Das ist ein bisschen schwierig zu erklären. Also das Fell ist ein bisschen lässiger. Ja, genau. Western ist ein bisschen lässiger. Das Englische, das ist ein bisschen steif. Ja, die höheren Klassen. Was aber nicht heißt, dass es total schlecht ist. Gottes Willen. Einfach ein bisschen andere Haltung sozusagen. Genau. Okay. Also Geschmackssache. Es ist definitiv Geschmackssache und entweder will man Englisch oder Western oder vermischt beides, kann man alles machen. Und es gibt sogar im Western-Turnier, da gibt es die Hunter-Klassen. Da tut man dann den Western-Pferden einen Englisch-Sattel drauf. Okay. Also, Wahnsinn. Gibt alles. Das stimmt. Was würdest du dir so für das Reiten in Zukunft wünschen, ne? So für den Sport oder für das Hobby? Dass man auf uns zukommt, dass man uns auch anschreibt, dass wir für alles offen sind, dass sie gern zu uns kommen können und dürfen. Ja. Wir beißen keinen. Und ja, jetzt ist ja Corona ein bisschen abgeflacht, jetzt finden ja wieder Turniere statt, das ist wieder schön. Man kann wieder live die Reiter anschauen, das ist schon toll, das hat man schon ein bisschen vermisst und hofft, dass man wieder schöne Turniere gehen kann, ohne viele Auflagen. Das wäre schön. Ja. Ich glaube, du hast ja auch mal gesagt, dass du mal so, so Ferienwochen oder sowas auch anbietest. Ja, für Schüler, oder? Kinderreiterferien, die hier bei mir reiten, die waren eine Woche hier. Ja. Ja. Okay, und die übernachten dann auch hier? Ja, die übernachten hier, die schlafen hier in der Reithalle. Cool. Die finden es mega, die Kids. Ja. Die haben ihre Luftmatratzen dabei, Schlafsäcke, warme Sachen, klar. Ja, es war jetzt dieses Jahr nicht so warm im Sommer. Und dann erleben sie den Alltag mit Mischten, mit allem drum und dran. Alles, auch alles, die unangenehmen Sachen. Ganz genau. Und dann wird halt Spiele gemacht und dann wird geritten und
wird alles mit einbaut. Ja. Dann hat man Pizza belegt. Keine Ahnung, wie viele Pizzas wir dann gemacht haben für das große Kinder. Fressen. Ja. Und Frühstück, Semmeln werden aufgebackt oder Toast gemacht und Kaba, Tee, jeder was er halt so will. Schön, ne? Ja. Und die fühlen sich pudelwohl. Das also ist das Wichtigste. Hört sich wirklich sehr, sehr also spannend für die Kids an, sehr erlebnisreich und halt auch mal cool, um in die Sache mehr reinzuschnuppern oder einfach den Alltag auch zu erleben, zu wissen, okay, oder halt einfach auch mal so den Bauernhof oder halt einfach das Landleben oder halt das Reiterhofleben einfach mal besser kennenzulernen. Das stimmt. Schön, ne? Doch, das ist toll. Ja, Sabrina, jetzt habe ich wirklich einen Rundum-Einblick heute bei dir bekommen vom Fertigmachen vom Pferd, vom Satteln, vom Reiten, die ersten Reitversuche, auf dem Pferd sitzen, das Gefühl dafür zu bekommen. Ganz viel Infos habe ich von dir erhalten. Genau, und jetzt haben wir wirklich auch noch ganz viel erfahren, was du hier alles anbietest, wie es bei dir hier so abläuft. Und dann, würde man einfach so sagen, dass wenn ihr Interesse habt, meldet euch bei der Sabrina auf der Homepage oder wie kann man dich erreichen am besten? Auf Instagram kann man mich erreichen. Genau, Instagram, das blenden wir einfach ein, schreiben es drunter. Das passt. Genau, bei Instagram ist es am einfachsten. Genau. Super. Ja, also dann scheut euch nicht, meldet euch bei der Sabrina, wenn ihr Interesse habt, einfach auch mal zum Probereiten, Probesitzen und keine Angst, keine Scheu. Ja, dann sage ich auch vielen, vielen Dank für den spannenden Tag. War ich sage auch schön. Danke. Ja, hat mich sehr gefreut. Und dann, bis bald, würde ich sagen. Bis bald. Dann, tschüss. Ciao.